Hallo, liebe Pokémon-Freunde. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Mischpoke. Schön, dass ihr alle reingeschaut habt oder reinschauen werdet. Habe ich jetzt schon in der Zukunft. Ja, ich muss mal kurz Musik noch einstellen. Ich hoffe, das kann ich noch machen. Ich glaube nämlich nicht. Scheiße. Oh, Teddy, danke für den Follower. Follower. Host. Oh mein Gott, ich brauche Kaffee. Ich bin ganz durcheinander. Ich hoffe, es geht euch gut. Gut, bei Tini weiß ich, hier geht es leider nicht so gut. Aber wir hoffen mal, dass es hier ganz, ganz, ganz schnell wieder besser geht. Schön viel Tee trinken und warm halten. Ja. Ich weiß ja nicht, wie kalt ist denn das bei euch? Hier ist es eigentlich recht angenehm. Zum Glück. Kein Schwitz mehr. Hoffentlich mehr dieses Jahr. Oh, danke, Arti, für den Host. Ich glaube, ich kriege meine Hintergrundmusik nicht mehr zum Laufen. Schnüff. Aber vielleicht kann... Ne, ihr hört wahrscheinlich nichts. Egal. Mach mal die Folge mal ohne Hintergrundmusik. Weil ich habe gerade keine Ahnung, wie ich die nachträglich nochmal aktivieren kann. Oder weiß das vielleicht jemand von euch? Muriel ist auch da. Hallöchen. Cool. Und Tobi ist da. Hallo Tobi. Und Melli ist da. Melli! Juck. Meine Goofy-Sisters am Start. Sehr schön. Oh, ich freue mich. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob ich irgendwie noch mit die Musik zu laufen kriege. Ja, ja. Ganz genau. So, wir hatten ja gesagt, dass wir heute mal die zweite Generation mit reinnehmen. Da mache ich gleich mal meine schlaue Seite auf. Hallo, Benjo. Oh, warte mal. Puppi hier. Mama Puppi. Puppi. Ja, fein. Super. Kommando Pupa. Okay, hier ist jetzt mein Pokédex. Pokédex. So. So, das machen wir mal hier hin. Das ist schon ein bisschen doof, dass ich jetzt keine Musik am Laufen habe. Weiß das jemand zufällig von euch, wenn man, bevor ich den Stream gestartet habe, bin ich auf dieses Auge gegangen, quasi, dass das nicht aktiviert ist. Kann man das, wenn man schon live ist, nochmal reaktivieren? Ist das jemand? Roshi! Hey! Schön, dass ihr da seid! Oh! Schnüff, schnüff. Ich guck mal ganz kurz nochmal, ob ich hier irgendwas finde. Ah, stimmt, ja, genau. Das ist eine gute Idee. Da gehe ich mal auf Hintergrundmusik. So. Ist die Musik zu laut oder zu leise? Ich hab's gefunden, dankeschön. Puh, ihr seid meine Rettung. Oh Gott, ich glaube, das wird wieder lustig heute. Darf ich wieder alles mit einer Hand machen? Weil ihr kleinen Pupser sitzen wollt ihr, ne? Passt so. Super, cool. Dann können wir ja endlich anfangen. So. Ich habe hier mal eine kleine Seite rausgekramt. Und hier können wir jetzt sehen, welche Pokémon in der zweiten Generation vorkommen, weil das kann man sich ganz schlecht merken. Wie haben wir denn jetzt? 600, 700 Pokémon? Oh Gott, die ersten, die konnte man alle noch auswendig nacheinander, wie das Arme in der Kirche, sogar noch besser. Aber dann ab den 300, 400, 500 Pokémon macht es echt keinen Spaß mehr, dann sich die alle zu behalten. Oder kennt jemand von euch alle, die es gibt, aus dem Kopf? Boah. Okidoki. Wir machen es so, wir nehmen die Pokémon von der ersten Generation natürlich noch mit dazu, weil wir haben bei weitem noch nicht alle aus der ersten Generation mit reingeflochten. So, was mache ich mit euch zwei jetzt? Guck mal. Wollt ihr mal hier? Ja, könnt ihr wieder Huckepack machen? So, ich muss mal ein bisschen näher ans Mikrofon und das ist also nicht mal kurz einen kräftigen Kaffee. Kein Kakao. Musik ist
ist zu laut, dann mache ich sie ein bisschen leiser. Das ist kein Problem. So. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen angenehmer. Passt das jetzt so? So, nochmal zu allen, denen ich noch nicht Hallo gesagt habe. Geht das nicht mehr? Ich habe mich verschrieben. Alter, Walter. Mit einem N. So. Konnichiwa. So, und damit Hallo nochmal an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Nein. Oh, das ist natürlich unser Lied, das darf immer gespielt werden. Okay. So, da würde ich mal sagen, wir fangen wieder an mit dem. Was haben wir angefangen? Mit dem Körper haben wir angefangen. Mm. Thank God it's Friday! Gott, ob ich kommt das jetzt so groß an? Wahrscheinlich nicht. So, wir haben hier Feuerriegel, Kanyimani, Hutut, Noctu. Oh Gott, die wurden dann jetzt ab der zweiten Generation schon ein bisschen komplexer, habe ich so den Eindruck, ne? Expert, okay. Pii! Natu. Merl. Ampharos, cool. Boah, uns erwartet hier einiges. Das wird richtig nice. Boah, das sind echt viele. Ich glaube, die zweite Generation ging bis... Boah, ich glaube bis Celebi. Kann das sein? Ja. Boah, wir haben echt viel. Okay. Tini. Tini darf anfangen und sich einen Körper aussuchen. Ich lasse die Seite klar gern nochmal auf. Ein bisschen weiter nach oben. Ja, wir haben echt einige. Oh ne, das ist schon die dritte. Das ist die dritte. Also bis Celebi. Bis hier ungefähr, ne? Bis Celebi. Genau, Melli, Kaffee ist super wichtig. Damit man nicht umfällt. Und instantly einschläft. Das ist kein Problem, deswegen habe ich ja die Übersicht. Weil ich wüsste auch nicht mehr, welche jetzt zur zweiten Generation gehört. Okay, gehören. Klar, hier ist sie. Klick, klick. Ich blende so lange die Vögelchen ein. Gut, dass ihr direkt vorm Mikrofon sitzt. Ja, ich quitsch. Geht, quitsch. Mitikyu. Oh, wer ist das denn? Cool. Ich hoffe, man kann die Namen lesen, sonst mache ich es noch ein bisschen größer. Aber ich glaube, die müssen noch gespeichert sein. Oh, wohin genau? Skorgla. Okay. Skorgla. Schön. Okay. Das ist ein fliegendes Wesen. Oh, entschuldige, Monsieur Benjo. Aber ihr könnt nicht so weit da unten sitzen. Oh, so wie wieder unter dem Tisch. Na gut, er kann aber auch stehen, wie ich hier gerade sehe. Gut, dann... Oh, ja. Entschuldige, dass das mit dem Licht, das ist heute etwas wechselhaft. Das kann sein, dass ich dann mal so kurz im Dunkeln sitze, dann wieder im Hellen, wieder im Dunkeln, wieder im Hellen. Ja, Skorgla, spricht man ihn so aus? Oh Gott. Habe ich das überhaupt schon mal jemals ausgesprochen? Okay, der hat ja einen recht tiny Körper, aber wir machen trotzdem mal ein bisschen größer. Der ist eigentlich recht einfach, der ist ja eigentlich nur so eine kleine Kugel, ne? So. Wow. Puh, das war echt anstrengend jetzt. Da machen wir jetzt den Kopf. Melli darf sich den Kopf aussuchen. Achso, und für dich auch nochmal die zweite Gen. Welcher Kopf darf es sein? V.
Feuerriegel. Oh, cool. Das ging ja flott. Melly wirkt halt sehr entschlossen. Das gefällt mir. Ich habe das Gefühl, ich trage hier auch wie so eine Tasche bei. Mäuschen, magst du nicht auch hier oben sitzen? Das ist alles ein bisschen cooler. Ne? Ja. So, Feuerriegel. 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 Ja, der ist süß. So. Machen wir mal hier noch ein bisschen weg. Wir bleiben gleich mal bei der Originalgröße. Damit hätten wir reinen Kopf, aber warte mal, das sieht dann noch ein bisschen komisch aus. Gehe ich mal ein bisschen mit rüber. So, das Gesicht. Arti, du darfst dir ein Pokémon-Gesicht aussuchen. Und Tobi kann sich schon mal die Arme überlegen und Muriel die Beine. Wenn ihr möchtet. Oh Gott, ich zwinge ja niemanden dazu, um Gottes Willen. So, hier nochmal die zweite Gen. Dankeschön fürs Wollnies in den Nacken. So, Gesicht Arti, Arme Tobi und Muriel Beine. What are you doing, Vogel? So. Nicht das Mikro antatschen. Beziehungsweise den Schnabel da reinstecken. Wohin genau? Cool. Das ist eine gute Idee. Very gut. Wohin genau? Wohin genau? Okay, die Augen, die sind nicht besonders schwer. Bei dem Mund wird das jetzt natürlich etwas schwierig. Aber... Pokémon, was seinen Mund bis in den Bauch rein hat. Fast. Oh Gott, das Vieh sieht jetzt schon. Tobi. Hat Tobi schon geschrieben, was er für Arme möchte? Oder überlegt er noch? Warte, für dich zeige ich das gerne nochmal. Die Übersicht. Gott, ich bräuchte so einen Shortcut für diese Seite. Das wäre echt nice. So, die Arme. Du darfst natürlich auch aus der ersten Gen nehmen, ne? Also... Sieht aus wie ein abgedrehtes Tamagotchi. Definitiv. Der scheißt bestimmt doch genauso viel. Und wird dann anschließend zum Alien, wenn man nicht sauber macht. Also, Tobi, nochmal für dich. Du darfst dir die Arme aussuchen und Muriel die Beine. Voriges Kopf ist jetzt einfach die Nase. Ganz genau. Bluebella, cool. Blablabla. Bluebella hat auch gar nicht so schwere Arme. Das sind so zwei kleine Würstchen. Hat die Hände? Nee, ne. Gar keine Hände.
Jawohl. Ich glaube, der hat es nicht leicht im Leben. Warte mal, ich mache den Arm noch ein bisschen weiter höher. So. So. Die Beine. Muriel. Mal gucken, ob sie schon was geschrieben hat. Muriel, du darfst die Janmar-Beine. Oh, wow, du bist ja richtig flott. Wenn das noch stimmt, oder? Janmar-Beine war richtig. Das wird interessant. Ich male jetzt die Janmar-Beine. Nicht? Okay, dann such dir ein anderes. Noch habe ich es nicht gezeichnet, noch ist alles möglich. Wobei, ich habe ja auch einen Eraser da. Mit dem Radiergummi-Werkzeug geht alles flott wieder weg. Der könnte ja auch ganz planlos sein. Kann ich dir gerne noch mal zeigen. Die von der ersten darfst du auch dir was aussuchen. Also das ist auch möglich. Ich scroll einfach noch mal so ein bisschen hoch. Schöne Beine brauchen wir. Sexy oder Matschbeine. Oder Flossen. Oh, die sehen wir. Das habe ich immer voll gebufft bei mir. Das war mal wieder das stärkste Pokémon. Naja, okay, so weit wie man stark machen konnte, ne? Für einen Normaltyp. Sexy! Oh. Oh, Chérie, du machst mich so Karussell. Schöne Beine. 2 oder 4 oder 6. So, hier ist nochmal die erste Generation. Impergator. Okay. Alles klar. Der Impergator. Der hat natürlich, ne? Der hat natürlich. Meine Fresse hat der Beine. So. Das werden sehr fette Beine. Oh Gott. Ich darf es jetzt aber auch nicht so übertreiben, oder? Ja. Wobei. Dann machen wir gleich mal den Bauch ein bisschen weg. Zu übertreiben dürfen wir ja auch nicht, weil der dann umkippen würde, glaube ich. So. Aber ich habe ja auch einige Tools. Wir können ja gleich mal schauen, ob man das noch ein bisschen größer machen kann, wie das dann ausschaut. Hier. Coole Taschen. Wie praktisch. Kann man sein Portemonnaie reintun. Eine Visitenkarte hat er bestimmt auch. So. Der so deformiert.
Schräg aus. So, dann wollen wir mal schauen. Das ist noch ein bisschen. Mal gucken. Einen Schweif, ja, na klar. Der erste, der den Schweif schreibt, den nehmen wir. Bisschen fetter sein. So, dann ist er ja hier noch. So, hat denn jemand schon einen Schweif geschrieben? So, dann machen wir einen Schweif. Gute Idee, war nur eine Frage, passt irgendwie. Miu! Miu! Why not? Dann nehmen wir Miu. Oh, Miu hat einen sehr, sehr langen Schweif. So, da wird dann hier rauskommen. Ich glaube, ich mach mal Discord. Werden das. Dem noch irgendwas Gutes tun oder ich glaube, den können wir so lassen. Cool, das ist doch schon mal ein crazy Vieh. Gut, den speichern wir uns wieder ab. Speichern unter. Wow, 11, cool. So, alles klar, so. Froschi war noch gar nicht. Froschi darf sich schon mal den Körper für das nächste Pokémon ausdenken. Derzeit erase ich mal hier unser Vieh. Zebra ist schon weg. Auch ohne Küchenrolle kriegt man das weg. Zap. Dann bin ich mal gespannt. Genau, Küchenrolle. Ah.
Yoshi, bist du noch da? Oder bist du weg? Nur die echt mit Robbenmotiv. Definitiv. Ja, Froschi ist noch da. Hast du... Warte mal, ich für dich nochmal natürlich die Übersicht. Welcher Körper darf es jetzt sein? Also... Boah. Die niest über den ganzen Bildschirm. Alter. Okay. Hier haben wir nochmal die erste Generation. Aber ich kann die auch gerne nochmal zur zweiten runter scrollen. Also, wir suchen einen Körper. Ich bräuchte so einen automatischen Scroller. Oh, guck mal, Tobi! Einen Körper suchen wir. Ganz genau. Fluffelob, ganz schwierig zu zeichnen. Mal gucken. Das kriegen wir hin. Für Melli gibt es die Sonderedition mit Schafsmotiven, aber hallo, natürlich. Okay, der Körper von Fluffelo. Alles klar. Der könnte immer jetzt eigentlich. Nein, das machen wir nicht. Das ist gar nicht so einfach, auf dem Grafiktablett einen schönen Kreis zu malen. Also, das kann jetzt wirklich eine Challenge werden. Naja, das geht noch. Ich habe mich nicht mehr getraut, hier umzuschließen. Nicht auf das Mikro klettern. No, no, no. Ja, okay, strecken darfst du dich. Okay, ich fürchte, wir müssen ja streng genommen... Nee, wie machen wir das dann? Das Gesicht? Das Gesicht ist ja am Körper. Sui, du darfst nicht in das Mikro. Das schmeckt nicht. Da gibt's echt leckerere Sachen. Michigan Nuggets, ne? Die frisst ja auch. Nee, sag mal Hallo. Oh, die sagt wirklich Hallo. Wenn sie die Flügel hebt, dann heißt das Hallo. Ja, zwei Gesichter, warum nicht? Oh, das wird weird. Na, weil bei Fluffeluff ist ja das Gesicht auch im Körper drin, beziehungsweise ist das Gesicht der Körper oder der Körper ist das Gesicht. Ihr entscheidet. Was wollen wir machen? Soll das Pokémon noch ein extra Gesicht bekommen? Also ein Kopf, meine ich, mit Gesicht? Oder soll das Gesicht in den Körper rein, als Kopf? Mann, ist das kompliziert. Also ihr dürft natürlich entscheiden. Boah, ist das so zu sonnig? Ist egal. Scheiß drauf. Oh, die Robbe ist da. Die Kübelrobbe ist da. Stimmt, den Seehund fehlt wirklich noch. Ich darf das nicht vergessen. Ja, Gesicht im Körper. Alles klar. Dann, die Kübelrobbe, die war, glaube ich, noch gar nicht dran. Die darf sich ein Gesicht aussuchen. Für dich auch nochmal die Übersicht. Ah, also ich meine jetzt das Gesicht in diesen... Kreis rein, ne? Ah, boah, Sui! Alter Schwede! Ah. Okay, hier nochmal für dich die Übersicht. Wir wollen ja heute mit die zweite Generation mit reinnehmen. Also, welches Gesicht darf es sein? Oh Mann, das Vieh wird echt hässlich. Das weiß ich jetzt schon. Seemops. Okay, hatten wir den nicht schon mal, aber egal. Der Wunsch ist mir viel. Seemops. Ja, nee, klatsch, das war... Oder? Ach, egal. Au, Mann! Scheint die Sonne... Boah, die niesen mir hier alles voll, ey. Seemops ist Gen 3, wirklich? Oh, oh. Dann
Dann musst du dir ein anderes aussuchen. Ich vertraue dir jetzt, Frosch. Ich weiß das gerade gar nicht. Wir können ja mal selber gucken. Aber ich glaube, ihr ist ja nicht dabei. Also bei einem der zukünftigen Streams wäre das dann besser. Weil dann können wir den auf alle Fälle nehmen. Stimmt, Europe war das. Genau, den hatten wir schon mal. Du Miesel. Okay. Ja, gute Wahl. Alles klar, dann nehmen wir den. Ne, du Miesel. Ui, 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 ui. So langsam blendet das jetzt alles. Oh, das können wir nie machen, ey. Warte mal, ich versuche jetzt mal. Das Vieh hat so komische Zähnchen. Also die Augen, guck mal. Boah, ist das Vieh hässlich. Aua, sui, ich bin kein Kaubonbon. Oh, wartet mal, Leute, ich mach das mal zu. Das blendet hier gerade so extrem rein. Oh, so, schon besser. Immer noch ein bisschen, aber da sieht man ja gar nichts mehr hier. Ich glaube, das wird keine Schönheit. Ja, die Zähne dann. Oh Gott. Das Vieh wird ein wandelnder Kopf. Egal. Es ist Todds Körper, ganz genau. Oh Mann, ey, das Vieh wird wirklich. Ja, das fürchte ich auch, Kübelrobbe. Das wird wirklich ein wandelnder Kopf. Oh Gott. Okay. Welche Arme nehmen wir denn? Wollen wir jetzt wieder von vorne anfangen oder wollen wir einfach wild reinschreiben, wer reinschreiben möchte? Okay, Ati, welche Arme? Ich bin mal gespannt. Oh, oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wirklich kein gutes... Georock, hatten wir den nicht schon mal? Egal. Aua, 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 aua. Stimmt, Georock hat mich, das war Geowatz, den wir schon hatten. Okay. Oh. Na gut, wo ist mein Stift? Alter Schwede. Da kommen ja die Arme aus und daraus, wo die Ohren wären bei einem Gesicht. Oh mein Gott, das Vieh wird einfach nur furchtbar. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen. Blende das. Drei Finger. Wie schreibt der denn eine E-Mail? Das dauert ja ewig. Boah. Der braucht so noch so eine Steinstruktur hier überall. Also der hat mal wirklich steinharte Haut.
Lass mal diesen Zug von den Klamotten runter, hihi. Sorry, das dauert jetzt ein bisschen länger. Hat ein bisschen umfangreichere Arme als Bluebella zum Beispiel. Aber es gibt durchaus noch kompliziertere. Oh mein Gott. Muss ich mir was überlegen. Oh mein Gott. Das wird schon viel zu lang. Ich bin dann so gegen 6:30 fertig mit dem Vieh. Alter. So. Das können wir noch ein bisschen. Okay, was ne. Soll das Vieh überhaupt noch Beine bekommen? Ja, ich fürchte ja. Ihr könnt euch ja schon mal Beine überlegen. Schöne fette Steine. Fette Steine, Arme. Tini, Tini hat schon was geschrieben. Sonnenflora. Okay. Sonnenflora. Oh. Ich glaube, das wird ein sehr bizarres Pokémon. Ja, ja, es wird sehr bizarr. Gute Wahl, Tini. So. Warum? Weil mit den zwei Gesichtern, die Idee fand ich auch nicht schlecht. Das würde ich auch. Oh Gott, die Füße sehen weird aus. So weird. Boah, nee, das kannst du nicht machen, ey. Wo kommt die Umweltschutzbehörde, wenn die das Vieh sieht? Alter. Oh Mann, ey. Was für ein hübsches Pokémon. Meine Güte. Der Traum aller Schöpfung. Mir tut's auch leid. Wie bewegt sich das fort? Oh Mann, ey. Wollen wir dem noch irgendwas Gutes tun? Was meint ihr? Ich bin nicht so zufrieden mit den Beinen, mit den Zähnen hier. Ein bisschen würde ich die wieder woanders hinsetzen oder
Ich mach mal kurz die weg. Wollen wir dem noch Flügel geben vielleicht? Oder ist das zu viel? Ja. Nee, ne? Öhrchen. Ja, Ohren finde ich cool. Gibt es irgendein Pokémon, was coole Ohren hat? Ja, na klar. Ich mach nochmal die Übersicht. Welche Ohren können wir denn nehmen? Ohren. Da sind Ohren. Oh, wir sind schon viel zu weit. Das ist schon die dritte Generation. Sorry. Das ist Kusilla. Ohren. Wir brauchen Ohren. Ohren oder Hörner könnten wir auch nehmen. Flemli-Ohren? Kusilla nehmen wir als nächstes, oder? Das müssen wir mit einbauen. Das muss sein. Also richtig Ohren hat Flemli nicht, oder? Er hat diesen Puschel da oben. Hytera. Oh, das ist eine gute Idee. Das könnten wir wirklich machen. Ja, das machen wir. Ja, das können wir machen. Das ist eine vorzügliche Idee. Um das Vieh noch mehr zu verunstalten. Wir können es mal ein bisschen weiter oben ansetzen, sonst passt das gar nicht, weil das Auge im Weg ist. Kannst du es wagen, dass dein Auge im Weg ist? Alter. Da hängt das Ohr im Auge halb drin, aber... I don't care. Ist ja nicht unser Problem. Oh Mann, ey. Gott. Das sieht jetzt aus wie so eine Oma-Dauerwelle. Das war gerade frisch beim Friseur. Glaube ich. Oh Gott, das muss echt weggepackt werden. Da kriegt man ja Albträume. Das ist echt schon nicht mehr schön. Die hängt dann so rein ins Auge. Oh ja, sexy, ey. Die Weiterentwicklung von Chanera. Oh ja. Eine missglückte. Eine sehr missglückte. Okay, ich glaube, das möchte ich so schnell wie es geht wegpacken. Der Anblick macht einen irgendwie nicht glücklich. Oh Mann. Okay, this is a very ugly one. Oh Mann, warte mal, ich mache den Arm noch ein ganz klein bisschen hier hinten größer. Okay, ich würde sagen, den entlassen wir. Oh Gott. als Nummer 12. Mach's gut, Nummer 12. War super schön mit dir. Nicht. Gut. Lassen wir uns jetzt auf ein neues ein. Kein Kugelvieh am besten diesmal. So, wie sieht's denn aus? Voltilam-Körper? Gern. Das ist eine gute Idee. Nee, nicht. Um Gottes Willen. Ja, so. Oh, Chérie, du machst mich so Karussell.
Das wären heute irgendwie besonders hässlich. Ich weiß nicht warum. Ich mach das mal ganz schnell wieder weg. Kann man ja sonst was denken. Der Schelm, der Schlimmes dabei denkt. Oh Mann. Könnte man ja eigentlich auch mal machen. So eine ab 18 Version. So, ich präsentiere Ihnen eine Wolke. Oh Scheiße. Soll ich's tun? So. Okay, wir brauchen einen Kopf. Mann, ich bin ja ganz ballerballer jetzt. Einen Kopf brauchen wir. Habt ihr eine Idee? Einen Kopf. Achso, ich zeige euch die Übersicht nochmal. Sorry. Hier, ja, die Übersicht. Einen coolen Kopf. Da gibt es ja schon viele Möglichkeiten. Elefanta! Okay, der Elefanta. Meinst du jetzt Keifel? Aber, okay. Das wird aber schwer. Potrott, meinst du? Keifel ist ja eigentlich ein Schwein. Potrott, wo bist du? Potrott. Donphan? Bin ich blind? Ach. Machen wir's schneller. Potrott, noch geiler. Ach, Funpi meinst du, ja. Okay. Ja, Potrott, super. Ja, das ist auch eine gute Idee. Oh mein Gott, das Vieh wird so hübsch. Okay. Dann mache ich mal... okay, der wäre jetzt... hier irgendwo. Ich habe schon eine Idee. Warte mal, ich mache erstmal... So, dann brauchen wir jetzt ein Gesicht. Nein, wir verschönern dich, Tobi. Wir würden dich niemals verunstalten. Das ist eine Schönheits-OP. Bei dem renommiertsten Chirurgen der Galaxis. Sorry, die Wolle ist eckig. So, jetzt ist sie rund. So, wir brauchen ein Gesicht. Habt ihr eine Idee für ein Gesicht? Ich mache nochmal die Übersicht. Ein cooles Gesicht. Felino. Okay, jetzt haben wir zwei. Wir können ja mal gucken, was am besten passen würde. Felino ist ja süß. Baldorfisch? Wollen wir Felino nehmen? Seid ihr dafür? Dann nehmen wir von Baldorfisch was anderes. Der hat da bestimmt auch einen Schweif. Oder eine Flosse, eine Schwanzflosse. Oh ja, wir brauchen jetzt zur Abwechslung mal was Süßes. Das ist immer nur diese verunstalteten Endzeitwesen da.
wie machen wir denn den Mund? Nee, das sieht so erschreckt aus. Ich guck mal, was wir von Dings nehmen können. Wo war er denn jetzt? Baldorfisch, genau. Ich habe ja noch ein paar Parts. Baldorfisch. Wir können ja die Flosse nehmen. Die Schwanzflosse von Baldorfisch. Komm, das machen wir jetzt. Why not? Hier kommt das Hinterbein dran. Ich kann hier gerade wedeln. Sieht ein bisschen aus wie ein Alienkopf, der Schwanz. So. Oh, Hallöchen, total! Minecraft-Freunde. Ja, wir minecraften uns gerade hier Pokémon. Wir brauchen noch Vorderbeine und Hinterbeine. Was für Vorderbeine nehmen wir? So, Vorderbeine. Ja, genau, Froschi. Das kann nicht schief gehen. Es wird definitiv gut aussehen. Vor allem, wenn noch die Art der Beine dazu kommt. Uff. So, Vorderbeine. Habt ihr eine Idee? Jetzt kommen wir langsam wieder zur ersten Generation. Was nehmen wir denn da? Oh, ich sehe da gerade. Schon ein paar gute Ideen. Boah, es gibt ganz schön viele ohne Beine. Das muss man echt mal so sagen. So, habt ihr eine Idee oder? Soll ich die Augen zumachen und den Finger drauf tun? Vorderbeine, wir brauchen Vorderbeine. Knuffenser. Okay, warte mal, wir können ja auch beide nehmen. Dann nehmen wir von dem einen die Arme, die Vorderbeine und Knuffenser. Oh Gott, das kann ja was werden. Oh Gott. Okay, wollen wir von Knuffenser die Hinter- oder die Vorderbeine nehmen? Ditto. Ditto.
Ditto können wir uns abschmieren, das funktioniert nicht. Knofenser, vorne oder hinten? Von Ditto könnten wir höchstens das Gesicht oder den Körper nehmen, aber mehr, aus mehr besteht das Vier nicht. Pinsir. Genau, dann machen wir die Vorderbeine von Knofenser. Und dann gucke ich gleich mal, was stand da noch? Pinsir von Tinny. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Dann nehmen wir die Hinterbeine von Pinsir. Ja, super, da haben wir doch zwei. Okay, ich male erstmal die Hinterbeine, weil nicht. Oh Gott, das, der Kontrast, ey, von Pinsir und Knofenser. Das ist schon mächtig gewaltig. Okay. Let's go! Musst du kacken? Komm mal her. Nein, nicht den Stift anfressen. Komm her. Ja, dann nicht. Dann geh nicht kacken. So, von Pinsir war jetzt hinter. Nicht der Hintern. Die hinter. Oh, der hat ja recht. Recht kräftige Treter. Ey. Was habe ich gesagt? Du bist ein Knabbern des Mikrofons? Komm mal her. Naja, sie knabbert ja nicht das Mikrofon an, sondern den Ständer. Schnell weitermachen. Die Halterung. So. Pinsir hat ganz unauffällige Treter. Kaum wahrnehmbar. Erfrischende Musikuntermalung. Ich muss mal überlegen, wo ist denn jetzt der zweite? Der müsste hier irgendwo sein. Okay. Und von Knofenser die Vorderbeine. Oh Mann. Das ist quasi nur ein Wurzelgeflecht. Das Vieh könnte echt im nächsten Alien-Film mitspielen oder so. Schön ist das nicht, du. Oh. Weiß Gott nicht. Ja! Gib mir jetzt mein Brush wieder. Okay. Warte mal, das sieht komisch aus. Das muss ich anders machen. Ja, das ist schon besser. Okay, dann können wir das Vieh in die Wildnis hinauslassen. Ich find's niedlich. Ja, ich find's auch irgendwie niedlich. Das Gesicht macht's wieder wett. Wollen wir
Wollen wir es so lassen oder wollen wir dem noch Flügel geben? Nee, es wäre, glaube ich, zu viel, ne? Ich glaube... Oh Gott, das sieht echt... Freaky! Nein, das war zu viel. Flügel und eine Flosse. Filino war definitiv eine sehr gute Wahl. Ja, das hat sie mal gerettet. Ich male mit einem Stift, und zwar diesen Pen hier. Also mit Maus, um Gottes Willen. Also ich habe ganz früher mal mit Maus gemalt. Das war nicht sehr schön. Ja, genau, Yoshi. Boah, Yoshi, deine Stimme ist wirklich sehr reif. Hätte ich nie gedacht, dass du 13 bist. Echt krass. Genau, das wäre zu viel. Da belassen wir es dabei. Jo, dann haben wir jetzt ein wunderschönes Schäfchen-Pokémon. Oh. So, ich speichere es wieder ab. Nummer 13. So, dann können wir uns ja... Eins schaffen wir noch. Der Georock hat mich so aufgehalten vorhin. Da hätte man noch ein neues Pokémon schaffen können für die Zeit. So. Auf ein neues. Wollen wir noch mal eins kreieren. So, hier nochmal die Übersicht. Wir brauchen einen Körper. Mal jetzt eine Schnellraderunde. Raderunde. also wer zuerst schreibt, den, das nehmen wir einfach. Vielleicht fällt mir ja noch einen schönen Körper. Aber kein Fluffeluff mehr. Relaxo? Oh, ich sehe so viel Relaxo hier. Was wollen wir jetzt nehmen? Relaxo oder Visenio? Von Visenio kann man ja den Kopf nehmen. Ist das okay, Melli? Relaxo, der kleine, unauffällige. Klar, Baby. Okay, Relaxo als Körper. Boah. Willst du kacken? Komm mal her. Puppi, Benjo. Puppi. Oh, jetzt hat er irgendein Geräusch, das verunsichert ihn. Dann kann er nicht pupen. Pup mal. Kleine Pupser. Oh, jetzt bist du ganz eingeschüchtert. Snibbles ist da! Yay! Cool! Schön, dass du da bist! Benjo sagt auch Hi. Hallo, Snibbles! Okay, jetzt muss ich erstmal einen Relaxo machen. Ich hoffe, Benjo kackt mir jetzt nicht auf die Schulter. Und wenn nicht, naja, egal. Waschmaschine kriegt das auch wieder raus. Hoffentlich. Okay, Relaxo hat einen ganz kleinen, nein, unauffälligen... Na komm, jetzt kommen wir schon ein bisschen... Ja, auch ein bisschen uns an die Originalgrößen orientieren. Meine Güte, ist das ein Klops. Okay. der Kopf war wie Senior, genau. Wie Senior. Das war Benjo. Ja. Sui. Sui eiert hier hinten rum. Was machst du denn da? Oh oh. Vorsicht. Sui auf der Tastatur, das gibt meistens Chaos. Oh, Sherry, du machst mir so Karussell. Sui lebt den Stift auch, wie man sieht. Aber nicht zu fressen. Der bleibt ihr im Magen. Hängt der kleine Scheiße.
So, ich glaube, ich muss mal ein bisschen rauszoomen bei diesem fetten Vieh. Ich meine, kräftig. Er ist kräftig. So, Visenio ist ja dagegen sehr, sehr klein. Au, also, boah, wie sie mich immer beißt, wenn sie den Bleistift nicht zerfressen darf. Nein. Oh, mein Kaffee wurde kalt. Oh, mein Kaffee ist leer. Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer als kalter Kaffee, leerer Kaffee. Okay, Visenio. Keine Sorge, ich werde das gleich ein bisschen nach oben machen. Die Ohren nehme ich mal mit, oder? Sui. Mal Benjo ist so ein Braver. Du brauchst jetzt immer Action, ne? Ah, warte mal, beim Kopf. Das ist doch kein Spielplatz. Komm mal her, Mäuschen. Geh mal hier drauf. Ich weiß, es ist voll langweilig. Gleich gibt's wieder Action. So. Immer noch ein bisschen mehr oberen Kopf. So. Gut, wie sehen wir? Also mal gucken, wo wir den hin platzieren. Alter. Auf der Schwede. Oh, Mäuschen! Ich kann mich gerade nicht um dich kümmern. So. Dem oh Gott, das wird kein hübsches Vieh. Oh Mann. Ah! Okay. So, jetzt brauchen wir ein Gesicht. Jetzt muss ich jetzt mal den Chat lesen. Jetzt habe ich so viel verpasst. Du machst... Du willst auch mal malen. Ich liebe diese Bindung zwischen dir und deinen Vögeln. Ja, ich könnte gar nicht mehr ohne die leben. Boah, ich hoffe, ihr werdet ganz, ganz alt. Ich glaube, die können sogar, warte mal, so 25 bis 30, 40 Jahre alt werden. Das ist schon echt eine Zeit, ne? Hoffentlich werdet ihr so alt. Die sind noch ganz jung. Ich glaube, die sind... Wenn du bekacken. Bubi. Ja, fein. Überlegt hier schon Zeitung. wer will was essen? Ah ja. Arti. Oh, ich glaube, er ist schon weg. Aber ja, dann guten Hunger, Arti. Wir brauchen ein Gesicht. Hat jemand schon ein Gesicht geschrieben? Habe ich das überhaupt mitbekommen? Oder nicht? Ein Hutbein. Das ist eine sehr schöne Idee. Das muss ich mir schon mal merken. Danke, Arti. Welches Gesicht nehmen wir? Da kann ich ja schon mal einen Hut raussuchen. In meinem coolen Pokédex, Pokédex. Vor allen Dingen das Hut-Hut-Bein, das wird auch nicht sehr groß. Das ist ja auch nicht so groß, das Pokémon. Also im Gegensatz zu Relaxo natürlich. Relaxo ist mächtig gewaltig, Egon. Apropos, für Relaxo nehme ich nochmal ein kleines Detail mit. Und zwar hat der ja... So. Sonnenkerngesicht. Schön. Das machen wir.
habe ich Lust auf Sonnenblumenkern. Oh Gott, ein Sonnenkerngesicht, genau. Nee, warte mal. So, ich frisst wieder meine Knöpfe. Guck, ein bisschen verstrahlt. Und, oh Gott, wie macht man das denn jetzt? Diese Bemalung. Da müssen wir jetzt ein bisschen experimentieren, was am besten aussieht. Gott, das wird wirklich ein bisschen bizarr. Vielleicht ist der Körper von Relaxo doch ein bisschen zu groß. Irgendwie. Ja. Überlegt schon, ihn irgendwie ein bisschen kleiner doch zu machen. Oder wir bleiben wirklich so übertrieben. Okay, Hututs Bein. Der Arme. Das ist echt nicht schön, wenn du nur ein Bein hast. Da kannst du viele Sachen nicht machen, aber dafür kannst du hochspringen gut. Bei der Olympiade hochspringen. Hochspringer werden ist nicht schlecht. Okay. Scheiße. Ich habe keinen Arm frei. Wie man sieht, habe ich hier beide. Die sitzen super gerne auf dem Arm. Ich nehme meine Vögel gerne auf den Arm. Aber. Oh, irgendwie gewöhnt man sich dran, aber. Schon gern noch einen Arm frei gerade. Das macht es ein bisschen einfacher. Okay. Hier ist so das Fell aufgerissen. Irgendwo muss das Bein ja rauskommen. Muss. What are you talking about? So. So. Au. Es beißt mich so wie unterm Arm. Aber nur, weil sie Aufmerksamkeit will. Ein bisschen kleiner. So, perfekt. So nehmen wir das. Könnte vielleicht auch noch ein bisschen größer sein. Irgendwie muss er sich ja verteidigen.
Und da bist du froh, wenn du solche Krallen hast. Ja. Oh mein Gott. Arme. Ah! Sui. Ich bin ja schon wieder da. Arme bräuchten wir noch. Das Vieh sieht wirklich schlimm aus. Sehr, sehr schlimm, dass das physikalisch überhaupt möglich ist, dass der, dass dieses kleine Bein da diese Schwabbelmasse transportieren kann. Arme bräuchten wir noch. Quapo, oh, cool. Quapo ist ja ein bisschen, ne? Ein bisschen stärker. Oh Gott, was hat der für komische Hände? Das sieht ja furchtbar aus. Und klein sind sie. Poliwell. Wow. Das ist ein krasser komischer Name. Oh Gott! Okay, hier ist die Schulter. Das ist ja noch so klein. Der hat ja auch nur drei. Der hat so ein bisschen, das sieht ja aus wie die Katzenpfoten. Gott. Vogel, ich brauch mal ganz kurz meine linke Hand. Ja, geh mal auch zu Benjo. Sonst kann ich nicht erasen. Ich bin nicht ohne meinen Eraser. okay. Und dann hat er. Oh, wie Super Mario oder was? Süpp. Alter, das Vieh ist echt. Keine Schönheit. Und wir werden die alle nur so. Wir müssen mal mehr Süße machen. Wir machen mal eine Grusel-Edition und eine Süße-Edition. Oh, ist ja bald Halloween. Dann können wir ja mal. Ja, so. Ein bisschen gruseligere. So gruselig. Ja, doch. Apollo. Können wir so gruselige zusammenbauen? So. Das sieht ein bisschen komisch aus. Okay. Was können wir dem Pokémon noch jetzt Gutes tun? Zum Beispiel einen Flügel geben. Ich muss mal den Chat lesen.
Steve macht doch einen Privatkampf auf. Oh, schön. Cool, Steve. Ist Steve eigentlich da? Ich weiß gar nicht. Habe ich vergessen, dich zu begrüßen? Oh mein Gott. Oh, du hast zu Halloween Geburtstag, Tobi. Cool. Ja, cool. Ja, wollen wir dem noch irgendwas Gutes tun oder wollen wir das so abhaken? Was meint ihr? Noch ein Schweif oder Flügel oder sagt ihr, das ist hässlich genug, bestraft genug, das lassen wir so. Ja, Steve wird bestimmt jetzt alles vorbereiten. Oh Gott, wie schaffe ich das auch rechtzeitig? Hoffe. So lassen. Okay. Dann werde ich es mal abspeichern. Ah, Steve ist noch da. Cool. Oh, da freue ich mich aber, dass wir noch ein bisschen splatten können heute. Okay, dann schauen wir uns nochmal unsere Kreation an von heute. Das war unser letzter. Ja, das war unser allererster, glaube ich, oder? Nee, das war der in der Mitte, ja. Ich erinnere mich. Ja, den fand ich auch sehr schön. Ich glaube, den könnte ich nochmal farbig machen. Das würde sich lohnen. Und haben wir noch einen? Ja, natürlich das erste. Genau. Ja, da sind doch wieder coole. Ist so. Ja, das stimmt. Ja, es sind echt wieder schöne Kreationen dabei gewesen heute. Dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ein schönes Wochenende vor allen Dingen und ich danke euch, dass ihr zugesehen habt und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir nächste Woche weitermachen. Wir werden nochmal bei der zweiten Generation bleiben, glaube ich. Wir haben noch einige, die offen sind und was zum Bauen und ja, der Blick ist cool. Dann vielen, vielen lieben Dank auch an meine Moderatoren und dass ihr mitgemacht habt und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. That's all, folks.